Und herzlich willkommen zurück. So, machen wir mal weiter. Wir So latschen viele Leute jetzt. hier und alle reden gleichzeitig. Wie kann man da denken? Ich denke. Ja. Ich trinke nur. Ja, einfach nur saufen. Ey, aber mega riesige Festung, alles Stein. Das Mädchen. Es muss der Turm sein, Nora. Er ist riesig. Lassen Sie heutzutage wirklich jeden in die Stadt. Boah, ey. Das geht mir echt auf den Nerven, Nora, jeden. Blut für Blut. Blut für Blut. Wie lange noch will er Bart sich in seinem Palast verstecken? Jahr für Jahr. Warum verschont er Verbrecher und Diebe und Mörder? Erend, du musst doch Rache nehmen wollen. Deine Schwester ermordet und ihr Tod ungesühnt. Noch ein Wort, du mieser Nichtsnutz, und ich schmeiß dich selbst ins Gefängnis! Verschwindet hier, oder ihr werdet es noch alle bereuen! Was hat er über Ersas Ermordung gesagt? Mhm. Nicht jetzt. Ja, was war das jetzt für ein kurzer Sprint? Also wenn ich renne, sprintest du dann auch? Alles klar. Okay, wie kommen wir da rein? Ein fester Tritt und Tür ist los. Subtil. Da sind wir. Sieh zu, dass nichts kaputt geht. Außer dieser Tür. Das alles für einen Mann? Verbindungen zum Königshof zahlen sich aus. Schwere Verschmutzung. Und der Boden ist da ganz abgenutzt. Okay. Bestimmt eine Klappe. Vor allem das alles. Das sieht, für mich das ist doch nichts. Das ist ein Haushalt. Hier oben ist ein Schlafzimmer. Okay. Bang, keine Ahnung, was für Bang. Ups. Es ist halt ein Haus, aber ich glaube, hier ist das halt schon echt bronzig. Gutachten. Mal sehen, was darunter ist. Eine Klappe. Hey, wie kommt das hierher? Die Frage ist, wie man da durchkommt. Ohne Schlüssel gar nicht. Das ist eine Osseram-Luke. Da kommt nichts durch. Wir werden sehen. Ich weiß auch schon, wie da oben die schweren Barren irgendwie runterschieben. Lass gut sein, Mädchen. Du verschwendest deine Zeit. Glaube ich. Wieder runterschieb. Sieht groß und schwer aus. Nur ein kleiner Schubser. Ja, und dann kracht das da durch. Sein Fett, der hier für Barren aufbewahrt. Nur zum Thema nichts kaputt machen. Du weißt, dass nichts kaputt gehen soll, oder? Ich bezahle die Rechnung. Soll ich mal nicht anstellen. Vom hieß auch nochmal ein Bett. Das sind halt auch noch Türen. Das ist halt auch noch so heftig. Hier sind noch Türen. Hier allein hier die Schriftrollen. Jetzt. Okay. Oha. Zack. Oha, eine Nachricht für Wenn Odin. Wenn du mir dienst, leben sie. Wenn nicht, werden ihre Kehlen aufgeschlitzt. Und ihre Nein, die Familie. Sonne verdorren. Scheiße. Man hat seine Familie entführt. Mann? Wer ist Mann? Die Mörder. Sie drohten ihm, seine Familie umzubringen. Oh nein! Und hier ist irgendwie ein komisches Kärtchen. Dann haben wir hier noch ein Tagebuch. Sonst nichts. Also fangen wir hier mal mit an. Olin hat Tagebuch geführt. Olin? Ich weiß, dass er gut mit Verträgen war, aber als Schriftsteller? Kein Zweifel mehr. Olin wusste von allem. Erstmal,
erstmal einpacken und Karte untersuchen. Karte. Die Glyphen zeigen, wo er schon war. Hm. Ja, wenn du das verstehst, Aloy, ich nicht. Ja, also ich weiß, wo wir hin müssen. Der Beweis. Die letzte Seite. Er schreibt über unser Treffen und dass er mich töten muss. Und der nannte sich Freund. Dieser miese Verräter. Du kannst das lesen, Glyphen. Und die Sachen, die du siehst, wie machst du das? Ich sehe Dinge mit dem Fokus. Der Fokus, er zeigt das Verborgene. Und Olins Fokus ist auch so? Das Gerät ist das gleiche. Aber irgendwie können Olin und die Mörder damit kommunizieren, über weite Entfernungen. Und sie sehen durch den Fokus des anderen, als ob sie selber dabei wären. So haben dich die Mörder gesehen? Durch Olin? Ja, ich glaube, so war es. Wir haben keinen Flaschenöffner. Ich sollte gehen. Da ich jetzt weiß, wo Olin ist, sollte ich weiterziehen. Ohne Hilfe? Überlass das mir. Allein bin ich schneller. Warte. Wenn das Gerät Verborgenes enthüllt. Geh aus dem Weg, Erend. Ich muss wissen, wer Ersa getötet hat. Aloy, bitte hilf mir. Nicht nur die Schatten-Karja-Armee, das weiß ich, sondern welche Soldaten es waren. Es tut mir wirklich leid. Aber es ist dein Krieg, nicht meiner. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Ich wollte gerade sagen, Aloy, die Leute gesucht, die dich töten wollten, die dein Volk massakrierten. Doch du findest Vergeltung und ich nicht. Gut, ich reise zum Rotkampass, wo man Ersas Leiche fand, und warte auf dich. Ich brauche den Fokus nur ein paar Minuten. Lass mich nicht betteln. Rotkampass, sagst du? Mal sehen, was ich tun kann. Ey, Aloy, was ist das denn jetzt für eine asoziale Scheiße? Das ist mal jetzt echt asoziale Scheiße von dir. Das bricht doch kein Zacken oder Krone. Okay, wir haben hier einen Haufen Aufgaben. 5000 Händler. Geheimniskarten, verschiedene Sammelobjekte, Maschinenrohstoffe. Wir klappern jetzt hier erstmal, glaube ich, nach und nach die ganzen Missionen ab. So. So. Okay. Okay, erstmal hier hin. Aber ich glaube. Dieser Ort riecht anders als alles, was ich kenne. Immer nach da. Ja. Oh, hier kann ich klauen. So mitten auf dem Markt erstmal eine Kiste durchwühlen, nämlich. Ja, ich komm doch schon. Bitte, ich muss mit dir reden. Von dir redet doch die Garde die ganze Zeit. Die Nora, die mit ihrem zweiten Gesicht Verräter aufspürt. Wenn mir das doch auch helfen könnte. Ein Einbrecher stahl mir das Schwert meines Bruders. Erzähl mir mehr über den Raub und lass nichts aus. Es war dreist und professionell. Sie stahlen nur das Schwert, meinen wertvollsten Besitz. Der Dieb entkam durch das Fenster und stolperte über meinen Diener. Ansonsten wäre er unbemerkt entkommen. Okay. Schwert. Warum stiehlt jemand ein Schwert? Es ist unbezahlbar. Aus dem Geweih eines Lanzenhorns. Mit feinen Intarsien und Edelsteinen an den... Okay, verstehe. Verzeihung, das ist noch nicht einmal der Punkt. Der 12. Sonnenkönig schenkte es meinem Bruder für seine Dienste. Er fiel im Kampf während der Befreiung. Ich hob es für meinen Neffen auf, der bei den Schattenkaja in Sonnenfall gestrandet ist. Okay, Neffe? Was macht dein Neffe denn in Sonnenfall? Die meisten Kleriker dienten dem verrückten König. Und als er fiel, flohen sie aus Angst vor Vergeltung. Als Ehrengarde eines ehrwürdigen Priesters musste mein Neffe mit ihnen gehen. Mein Bruder ist jetzt tot, mein Neffe ist sein Erbe. Das Schwert gehört also eigentlich ihm. Und nach allem, was er durchgemacht hat, will ich ihm nicht sagen müssen, dass es nicht mehr da ist. Alles klar, ich komme mit Strom, so wie ich werde um sehen, alles. Was ich für dich tun kann. Sprich mit meinem Diener, wenn du möchtest. Er hat den Dieb gesehen. Übrigens, ich will nur das Schwert zurück. Meridian und meine Familie, was das angeht, hat schon genug Ärger gehabt. Ich würde die ganze Sache vergessen.
Ich verlange keine Strafe. Alles klar. Ein bisschen Schwert zurückholen. Aber hier ist doch hier ist schon einiges los. Okay, ich glaube nicht, dass ich so dahin komme, wo ich hin muss. Anscheinend doch. 26. Okay, hier komme ich rum. Perfekt. Okay. Vorratkiste. Jetzt ist sie zu. Komme ich denn dann nach hoch? Auch zu. Endlich mal ein nettes Gesicht. Wie komme ich denn da hoch? Muss ich auch, ich komme von hier. Wir untersuchen den Tatort. Ich sammle jetzt erstmal die Miss. Was ist denn jetzt? Ich bin wach. Und wachsam. Wir alle haben einen großen Zusammen. Hier ist auch alles zu, also. Noch eine Kiste. Muss irgendwie hoch, aber ich weiß noch nicht, wie ich hochkomme. Da ist eine Brücke, okay. Hier komme ich hoch. Alles klar. Okay. Wer ist das? Okay, hier der Kräftige Abenteurer! Ja. Hey da, Fremde! Ich bin Wilgund. Suchst du hier eventuell eine Arbeit? Gute Scherben! Genug für ein Gewand, das besser zu dir! Okay, Schluss damit, wenn ich dir zuhören soll. Ich meinte nur eine wohlgeformte Frau, so wie du. Es kursieren Gerüchte über ein Banuk-Lager. Zahme Maschinen heißt es in den Gerüchten. Also heuerte ich ein paar Leute an. Nur um das zu untersuchen, nicht mehr. Die Banuk sind gerissen, zugerissen. Ich zahlte im Voraus. Naja, die Hälfte. Und hörte nie wieder was. Und jetzt suchst du jemanden, der deine Männer suchen soll. Das Geld ist versenkt. Das Gerücht ist mir mehr wert. Okay, erzähl mir über dieses Gerücht. Ist an den Gerüchten über das Lager etwas dran? Die anderen haben nur nach ihrer Bezahlung gefragt. Du bist clever. Das Lager ist sogar zu klein für einen Namen da, wo der Schnee nicht taut. Es heißt, die Banuk leben dort friedlich mit Maschinen. Halten sie sich zum Streicheln, Nutzen, Vorsingen? Wenn das stimmt und wenn wir das auch könnten, stell dir mal vor, wie wertvoll das wäre für alle Stämme. Mit wertvoll meinst du, dass sie dich dafür bezahlen? Kind, man muss sehen, wo man bleibt. Okay. Ich war nur, du bist ein Händler? Okay, ich mach's. Wenn ich dem Gerücht nachgehe. Du wirst dazu nicht bis ans Ende der Welt reisen müssen. Es ist am Rand des Banuk-Landes, unter dem Amboss des Mondes. Und ganz offensichtlich kennst du ja den Wilden Osten. Den Osten. Wenn es stimmt, dass sie ihr Lager unbefangen mit Maschinen teilen, na, das fällt doch auf, oder? Zahlung bei Rückkehr. Ja, alles klar. Wir haben es verstanden. Du zahlst nichts mehr im Voraus. Okay, das ist halt quasi eine Quest. Haupt hier gefallen. Das Feld der Gefallenen, die Stadt der Sonne. Dann hier im Moment des Friedens. Mit. Okay, und ich schätze hier rein. Eine Gaststätte. Für den Zutritt zur Loge musst du in den drei Jagdgebieten drei Halbsonnen gewinnen.
Meinst du die hier? Also dann, herzlichen Glückwunsch und willkommen. Unsere Mitglieder ernten Belohnungen, Abenteuer und Ruhm. Bin ich jetzt Mitglied? Nein, du bist nur ein Küken. Neumitglieder nennt man Drosseln. Um eine Drossel zu werden, muss ein älteres Mitglied, ein Habicht, für dich bürgen. Ich brauche also einen Habicht. Ja, aber ein Habicht kann immer nur für einen Jäger bürgen. Und die meisten sind bereits vergeben. Ich werde das schon schaffen. Wo fange ich an? Oben. Stell dich Sonnenhabicht Assis vor, unserem Anführer, der dich einem Habicht vorschlägt. Ich hoffe, das ist es wert. Wie meinst du das? Wirst du sehen. Okay, das war jetzt Rind Jagd für die Lounge. Was ist hier? Bibliothek? Bei der Sonne. Das Edikt von König Awad zeigt Wirkung. Es steht eine Nora vor mir und auch noch eine Frau. Hast du Abzeichen für mich? Was meinst du damit? Aus den Jagdgebieten. Oh, stimmt. Du bist neu. Abzeichen? Wozu willst du meine Abzeichen? Ihr Jäger und eure Abzeichen. Ich nehme sie dir nicht weg. Ich gebe dir eine Waffe, die dich voranbringt. Ja, ich wusste, das interessiert dich. Gewinne Abzeichen bei allen drei Prüfungen der 5 Jagdgebiete und komm zu mir. Ich gebe dir bis zu 3 Waffen. Eine für 15 Halbsonnen, eine für 15 Vollsonnen und eine ganz besondere für alle Glutsonnen. Alles klar, bist du ein Mitglied? Bist du Mitglied? Ich? Nein. Kaja ermutigen ihre Töchter nicht gerade dazu, Maschinen zu jagen. Aber die Veränderungen in Meridian sind gut für mich. Ich glaube, die Osseram wissen nicht, wie man mit Kaja handelt. Mein letzter Boss hätte nicht mal einer Biene Blumen verkauft. Er war zu einfach gearbeitet, wie sie sagen. Dieser Job ist viel besser. Ich glaube, ich kann bald meinen eigenen Laden aufmachen. Alles klar. Dir meine Abzeichen geben. Was mache ich mit den Abzeichen? Gewinnst du bei allen Jagdgebietprüfungen das gleiche Abzeichen, gebe ich dir eine Waffe der Jägerloge. Zeig mir deine Abzeichen und wir sehen nach, ob du für eine der Spezialwaffen qualifiziert bist. Ich habe nicht genug Abzeichen. Kein Problem. Wenn du Abzeichen aus allen 15 Prüfungen hast, bekommst du die nächste Jägerlogenwaffe. Okay, quasi man einmal. Okay, das ist klar. Okay, hier ist noch. Alles klar. Und jetzt muss ich nach oben. Muss nach oben gehen, um mit irgendjemandem zu quatschen. Er hat gestern meine Frau übers Ohr gehauen. Und das nicht zum ersten Mal. Oh, mit wem muss ich jetzt hier reden? Dir? Entschuldige uns. Ah, die Maschinenreiterin gibt sich die Ehre. Du bist eine Nora. Eine Kämpferin der Wildlande. Des Heiligen Lands. Und ja, ich habe immer viel gekämpft. Sag mir, spazieren die Nora oft in anderer Leute Häuser und tun, was ihnen gefällt? Natürlich nicht. Aber genau das machst du. Jetzt gerade. Verpestest die Loge. Belästigst Vorgesetzte. Du bist mir nicht vorgesetzt. Ligan sagt, ich muss zu dir, um Mitglied zu werden. Das wäre wahr, wenn du jemals eine Chance hättest, Mitglied zu werden. Du bist eine Wilde. Und solange ich Sonnenhabicht in der Loge bin, werden hier keine Wilden aufgenommen. Verschwinde. Nein. Mir wurde gesagt, dass hier Regeln gelten. Wenn sie nichts wert sind, ist sogar deine Position bedeutungslos. Also sag mir einfach nur, ist ein Habicht frei, der für mich bürgen kann? Also gut. Talana ist frei. Wäre das nicht passend? Abschaum birgt für Abschaum. Jetzt verschwinde endlich. Finde denn. Okay, rede mit Talana, alles klar. Hier oben ist also die VIP-Area. Oder wie? Nochmal ein Buch gefunden. Okay, wo ist die Olle denn jetzt? Oh, hier ist nochmal was zum Scannen.
Ich guck mal eben. Neben die Waffen der Lo. Okay, hier. 15,5 voll, okay. Ja, wir nehmen die mal eben an, dann weiß ich, wo die sein soll. Da unten. Hier unten irgendwo. Oh, je. Sexy. Bist du Talana? Lady. Assis sagte, du bist ein Habicht, der noch kein Küken hat. Oder willst du mich auch lieber vergraulen? Schon okay, macht mir nichts aus. Mit Sicherheit. Doch du liegst falsch. Es ist nicht okay. Besonders nicht heute. Heute? Einer von uns starb im Kampf gegen Rotschlund. Es gibt keinen gefährlicheren Donnerkiefer. Als einmal Bäume, Felsen, Menschen. Das tut mir leid. Das gehört zur Jagd. An einer Tür? Wer ist dieser Ligan, der Mann an der Tür? Ligan? Ein Habicht. Er war früher wirklich beeindruckend, doch er kämpft schon lange nicht mehr. Er hilft der Loge auf andere Weise. Nicht wie andere Habichte, die nur Trophäen horten und trinken. Okay, Habicht. Wie wird man ein Habicht? Wenn ein Habicht stirbt, übernimmt seine Drossel seinen Platz. Egal, was andere davon halten. Sehr kacke, das heißt, nur wenn die abnibbelt. Also wenn ich die jetzt quasi umbringen, steige ich auf. Aha. Assis, was ist das für einer? Er ist der Sonnenhabicht. Der höchstrangige Arsch. Verzeihung, Mitglied. Er erlegte Verwüster, Pirscher, Behemoths. Und? Ich habe auch viele Maschinen erlegt. Und ich auch. Sogar zwei dieser Sturmvögel. Aber er brachte die Trophäen zuerst her. So läuft das hier. Wer als erster die größte Maschine erlegt, wird Sonnenhabicht. Alles klar. Fangen wir an. Ich möchte jagen. Also sag mir, was muss ich tun? Du willst, dass sie ihre Arroganz bereuen? Dann musst du ihre Sprache sprechen. Erleg 3 Sägezähne, 2 Verwüster, 1 Pirscher. Bring ihre Trophäen direkt zu Assis. Das bringt sie zum Schweigen. Wenn ich das tue, bürgst du für mich? Ich überleg's mir. Nur um Assis zu ärgern. Okay. Ein Haufen Tiere, die ich erledigen muss? Okay. Dann jetzt hier diese Quest. Noch annehmen. 100 Metern. Dafür muss ich aber auf nach oben. Check. Hier ist eine heilige Stätte. Oder so. Sonnenglauben. Oh, das sieht nach so einem Priester oder so aus. Glaube ich. Komm. Du bist Nora. Mann. Ich bin der traurige Naman. Es tut mir leid, dass wir uns so treffen. Wie denn? In Trauer. Du trägst sie mit dir, wie einen Talisman. Warte, vergib mir. Du willst keine Wiedergutmachung? Für ein Opfer im Sonnenring? Nein. Ich weiß von den Raubzügen, doch die Kaja schulden mir nichts. Ich verstehe. Tja, ich könnte die Hilfe einer willensstarken Fremden brauchen. Und dann würde ich dir einiges schulden. Aha. Diese Leute wollen Verstorbene ehren. Gefallen. Auf ihre Art. Nicht mit Hilfe von Kaja-Riten und Kaja-Steinen. Doch es gibt Hindernisse. Und während Meridian gespannt den Atem anhält, fesseln mich meine Gewänder. Hindernisse? Was für Hindernisse? Der erste Pilger ist ein Osseram, der den Königsschrein an der Straße zur Stadt besuchen will. Er wartet jetzt dort, weil ein alter Sonnenpriester keine Heiden dort hineinlässt. Diese Utaru verlor ihre Gefährtin beim Juwel, an einem Teich voller Schnappmäuler. Ein Schrein sollte dort die Maschinen vertreiben. Leider ist er nicht besonders effektiv. Und der Banuk will den Sonnensteig bemalen. Ein Ruf zu den Maschinengeistern, glaube ich. Man muss sie nicht rufen. Der Glanz des Turms.
zieht Grauhabichte an. Also zwei Schreine von Maschinen befreien und einen von einem Priester? Ich möchte nur etwas Barmherzigkeit und dass sie Gehör finden. Alles klar. Rituale. Oh Mann, Rituale und Gebete bringen niemanden zurück. Nein, aber sie helfen Trauernden, sich zu finden. Sie können Kraft geben, Hoffnung, wie die Sonne. Da hat er recht. Und ich noch, warum? Dachte nicht, dass ihr Priester Fremde um Hilfe bittet. Versenge die Sonne nur unseren Stolz. Bis dies nicht getan ist, bin ich kein Priester mehr. Ich habe mir die rote Robe lang ersehnt. Ein Wunschtraum. Doch das Gewand macht uns blind. Wir flüstern Versöhnung und vergessen dabei, dass die Priester des alten Königs die Morde segneten. Die Morde? Die roten Raubzüge? Ja. Und die Opferungen, die noch folgten. Warum ließen die Priester das Blutvergießen denn zu? Manchmal ist uns Kaja die Tradition wichtiger als das, was richtig ist. Oh. Das haben die Kaja und Nora wohl gemeinsam. Ach da, ich möchte den Trauernden gerne helfen. Ihre Erinnerung zu Ehre ehrt uns alle. Ja, ich würde mal sagen, wir haben wieder eine Menge zu tun. Begibt dich. Ja, das hier werde ich wohl nicht machen, in allen Jagdgebieten alle zu holen. Wird wohl schwierig. Moment des Friedens. Suche den Tatort, alles klar. Wir haben jetzt zwei Hauptquests, einen Haufen neben. Ja, hier müssen wir noch ein bisschen was erlegen. Hier haben wir noch zwei Jagdgebiete gefunden. Und dann noch eine verdorbene Zone. Okay, noch Notizpunkt. Und bei Maschinenteilen haben wir hier noch diesen riesen Trampler und den Donnerkiefer. Das sind mal riesige Dinger. Schwäche-Eis. Okay, ich habe, glaube ich, keine Eispfeile. Schwäche. Keine. Lungenbehälter halt Feuer. Ja, irgendwo so einen ganz kleinen Abriss. Eis. Alles. Schock. Ich wusste gar nicht, dass hier so jedes einzelne Teil zum Teil andere Schwächen hat. Okay. Cool. Irgendwie. Ach, hier ist von der Gilde. Okay, ja, Vorübendinger. Okay. Ja, ich würde sagen, wir haben einiges zu tun. Gucken wir mal, was wir in der nächsten Folge machen. Auf alle Fälle, bis dahin. Ciao.